Aiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. Ja, wir sind hier beim Plattmachen, hier beim Auffüllen. Alles peu à peu. Und ich finde schön, dass sie den Tunnel verwenden, den wir ihnen gegraben haben. Also den Hochgang. Und nicht irgendwie außen rumlaufen. Auch wenn sie immer noch nicht genau wissen, wo sie hin wollen, scheinbar. Komm, die könnt doch sonst durcheinander durchlaufen. Dumme Ausdrucksweise. Na da, du stehst da rum und weißt nicht, was du tust. Jetzt fängt doch schon gut an, oder? Mal wieder. Ah. Ich habe echt so manchmal das Gefühl, dass die AI gerne mal ein paar komische Aussetzer hat. Taste. Oder hier komische Sachen macht. Oder sie nicht wissen, wo sie hin wollen. Hätten die Entwickler jetzt wirklich gesagt, sie geben dem Brickforce ein gewisses Eigenleben. Also so eine Art Persönlichkeit, hätte ich es doch verstanden, aber eigentlich sollten Brickforce ja sture Kerlchen sein. Die immer haargenau wissen, was sie tun. Das sieht jetzt auch wieder toll aus. Oh, du hast wenigstens eingesammelt. Manchmal weiß ich auch nicht, gibt es zu viele Wege, dass die Wigtrons sich nicht aussuchen können, welchen sie nehmen wollen? Also, dass sie mal irgendwie die Wegfindung hin und her umschlägt.
Ja, genauso wie das, was du jetzt da gerade wieder treibst. Warte, was hat dir der Boden da getan, dass du einfach da drauf reinschlägst und das Zeug liegen lässt? Wenigstens ist einer so nett und hebt's auf. Ach, und wenigstens geht die Sonne wieder auf. Auch wenn der Quappo noch erst dort ist. Die beiden sind sowas von asynchron mittlerweile. Also ja, macht irgendwie Sinn. Ja, wie gesagt, hier einmal durch, dann machen wir hier. Ah, würde sogar super rumgehen. Aber erst dann, wenn wir hier durch sind. das war auch gerade nett anzusehen. Keine Ahnung, wie wir das hingekriegt hatten. Du hast voll, also brauchst du nicht mehr graben gerade. Hey, bald nur noch drei Schichten. Vorräte gehen noch. Ja. Sind aber wieder eher auf einem Abwärtstrend scheinbar. Ja. Noch die zwei Steinchen, dann können wir die nächste Ebene anfangen. Yay. Das ist jetzt wiederum sehr interessant. Also, dass er 18, er 12 hat und dass sie jetzt hier anfangen zu graben. Na gut. Für was da hochklettern, wir sie erstmal so graben können. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht alle hier hochjumpen wollen.
Den fasst aber dann noch aus, ne? Ne, er trägt an der Seite ab. Jetzt haben wir zwei Wege. Und da haben wir es mal wieder. Dann machen wir es so, wenn ihr euch schon gegenseitig deadlocken tut. Du mach mal hier mehr Platz, wenn wir schon das Problem haben. Hallo? So, danke schön. So, jetzt sollten sie genug Platz zum Hoch- und Runterhüpfen haben. Felder knapp hier, dann können wir das auch wieder verschieben. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Wenn man so guckt, sieht man schon wieder fast gar nichts mehr. Hier zwar die Lücken, aber nicht hier. Den Abschluss, dass da eine ganze Ecke noch fehlt.
Ja, sagen wir so, im Allgemeinen bereue ich es nicht, das Spiel gekickstartet zu haben. Bin zwar sehr traurig, dass es nicht mehr weitergegangen ist. Also, dass sie sich wenigstens... Na gut, das Entwicklerstudio hat dicht gemacht. Da kann man auch nicht mehr viel was vom Bugfixing verlangen. Bei Bugs hat das Spiel leider noch mehr als genug. Und ich finde leider nicht gerade, dass das jetzt Bugs sind, über die man hinwegsehen kann. So, mal sehen, ob das jetzt hier wieder ein Durcheinander geben wird. Oder ob sie gescheit auffüllen werden. Wir füllen schon mal random irgendwo was auf. Irgendwo was auf. Sind übrigens bei 50 Stunden mittlerweile angekommen. Ja. Irgendwelche Symboliken, weglaufende Männchen, Tetrissteine. Die fangen wieder an, Haufen Müll zu fabrizieren. Look.